weiterer sonniger Tag hier am Bosporus in Istanbul. Karaköy ist das heutige, ja, ich würde sagen, Startgebiet sozusagen. Schaut euch das mal an, hier diese Fassade. Und dann die weltbekannte Galata-Brücke mit dem traditionellen Istanbul im Hintergrund. Ich nehme euch jetzt mit und zeige euch ein bisschen die Altstadt, zeige euch hier einfach mal Europa. Wir lassen diese Sehenswürdigkeiten erstmal außen vor, das gibt es in einem anderen Video. Ja, taucht ein mit mir, erkundet diese wunderbare Stadt am Wasser. Es gibt nicht viele Städte auf der Welt, die wirklich dieses Flair haben mit diesem Wasser wie Istanbul. Es ist eine Reise wert. Schaut euch dieses historische Bild an. Das Fährboot ist natürlich eng verbunden mit Istanbul, einfach nur toll. Der Simit-Verkäufer gehört natürlich dazu, hier in Istanbul. Sweet Delights, eine Tradition hier in der Türkei. Und an diesem Ort, in Karaköy, findest du einige dieser Geschäfte, die sich seit, ja, ich würde fast kaum sagen, seit Jahrhunderten darauf spezialisiert haben, diese kleinen Leckereien an den Mann und Frau zu bringen. Mein lieber Onkel Dieter, du sagst, in jedem Video bin ich unterwegs und esse irgendwas Leckeres. Ja, auch diesmal hast du recht. Mein Mittagessen. Thais. Du hast das gleiche bestellt, gell? Lecker, lecker, lecker. Das nächste türkische Essen. Aber wir sind sehr hungrig, so it's okay. Hungrig, genau, das ist trotzdem lecker. Ja, ja. Lebanesisch ist. Dann bon appetit, würde ich sagen. Würdest du mal sagen, wir führen unsere Tour hier fort? Hier in Karaköy. Wir geben uns vielleicht noch auf den Hügel. Ja,
wie ich schon im allerersten Video über Istanbul gesagt habe, Istanbul ist ja gebaut worden über 7 Hügel verteilt. Ja, da oben erwartet einer der Sehenswürdigkeiten auf uns, das war der Galata Tower. Vielleicht erkunden wir das jetzt mal in diesem Video noch. Ninja, Stichwort Eindruck Karaköy. Was würdest du sagen zu diesem Ort? Denke ich, Karaköy ist sehr schön. Ama ist Türkisch. Sorry. not in German, but. Ja, aber. Aber sehr touristisch. Es ist so, sehr touristisch. Ich mag es sehr gerne Üsküdar und andere. Das ist eher das Traditionelle, also nicht dieses Ausgeviertel, so wie hier in Karaköy, wo man sich jetzt trifft, jung und alt. Aber für Touristen ist es okay. Ja, ich denke, für Touristen, genau. Für Touristen ist es eine ganz gute Idee, so eintauchen zu können in diese Perle hier Istanbul und mal zu erleben, wie das Leben hier vor vielen, vielen Jahrhunderten war, weil es einfach doch Tradition verbunden ist mit der Moderne, durch diese ganzen Cafés und Restaurants. Yeah, and look at this mosque. Ja, die Moschee ist natürlich, ja, das gehört natürlich hier dazu, überall in Istanbul. Die Geheimnisse einer Großstadt. Hier wachsen Tomaten am Parkplatz. Ein ganz, ganz wichtiges Jahr in der Geschichte des heutigen Istanbul. Damals Mehmet der Eroberer hat quasi Konstantinopel erobert. Ja, dazu gibt es eine ausführliche Dokumentation auf Netflix. Die kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Unglaublich starkes Zeug. Sehr, sehr interessant, die ganze Geschichte. Und eine Möglichkeit für euch, weiter eintauchen zu können in diese wunderbare Stadt Istanbul. Das ist die Haupteinkaufsstraße hier in Istanbul, İstiklal. Millionen von Menschen bewegen sich hier zum Beispiel vor den Weihnachtsfeiertagen oder natürlich auch dem Ramadan, wenn irgendwie was Großartiges zelebriert wird, wenn irgendwelche Festlichkeiten anstehen, hier durch die ganzen Shoppingzentren, die kleinen Einkaufsläden, die geben sich in die kleinen Gassen. Da unten liegt dann der Taksim Square. Thank you.
Janina, die Gegend im Galata-Turm ist schön, gell? Gell. Hat einen angenehmen Vibe hier. Geil. Also, ich muss ja sagen, dass hier diese Gegend natürlich von Touristen häufig besucht wird, was auch richtig ist. Nichtsdestotrotz hast du hier eine wunderbare, authentische Möglichkeit, Istanbul kennenzulernen. Mir gefallen zum Beispiel die ganzen kleinen Gassen, die ganzen Cafés, Restaurants. Es ist sehr, sehr schön und sollte auf deine Urlaub hier in Istanbul auf jeden Fall besucht werden. So, möchtet ihr da hochgehen, dann müsst ihr euch hier ein Ticket kaufen. 175 türkische Lira aktuell liegt das, wenn ihr einen Museumspass kauft, damit könnt ihr die ganzen Museen hier in Istanbul besuchen gehen. Für 15 Tage ist dieser gültig, 1000 Lira. Dieser Straßenzüge hat doch dieses typisch europäische, diesen Flair, den wir in Europa sowie in Italien, Spanien oder Frankreich auch sehen. Und was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn die Leute dann hier draußen sitzen, in den Straßencafés. Hier, das ist jetzt eine Nebenstraße rund in einem Galata-Turm, wo relativ wenig Touristen sind. Das ist auch wieder hier so faszinierend mit den ganzen Häusern hier. Mir gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe gerade zu Thais gesagt, das ist wie in Italien. Auch hier hängt die Wäsche draußen. Das ist der Stadtteil Sihangia. Yeah, das ist something direkt, like this. Yeah. Das ist immer noch im Viertel von Beyoğlu, yes. Von in der Nähe von Karakoy gelegen, aber auf dem Hügel. Mm-hmm. Hier gibt es einige schöne just kleine Straßencafés, aber alles viel, viel familienorientierter, wenig Touristen. Also es ist wirklich das echte Istanbul, was du hier eigentlich entdecken kannst. Yeah. So, ich gehe aber jetzt nicht hierher, nur wegen dem Kaffeeshop oder ein Trinkwasser, sondern wegen was ganz Speziellen. Und wer Mark und Road kennt, der weiß, dass ich immer hier, was ich habe. Also Trommelwirbel, 3, 2, 1, da sind wir. Das ist stimmig für dieses Video, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Topkapi Palace. Hier auf der rechten Seite das Golden Horn. The luck people here, though. Prince Island ganz im Hintergrund. Karikoy auf der gegenüberliegenden Seite. Üsküdar etwas links. Und hier die glücklichen Leute, die hier in diesem Apartment leben dürfen. Das sind diese kleinen Geheimnisse von Istanbul, die du nur kennst, wenn du wirklich abseits der Touristenpfade dich begebst. Direkt vom Ufer geht hier eine steile Gasse hoch, um dann den wunderbarsten Blick auf die Bucht von Istanbul zu haben. I
estábamos lá em cima, sério. Ein eindrucksvoller Tag hier mal wieder in dieser wunderbaren Stadt Istanbul. Mein Fazit, dein Fazit. Genau. Es ist einzigartig, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die wir hier erleben dürfen. Und jetzt geht es nach Hause. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnement da lassen für jeden, der neu ist. Und zwar damit. Nicht schlecht. Also Peace und Blessings für euch alle. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios.